Herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zum Achtelfinale des deutschen Pokals. Und da treffen wir auf den Zweitligisten Erzgebirge Aue. Und wir müssen hier in Erzgebirge rein. Und hier seht ihr nochmal die Verteilung. Und das wird kein Spaziergang. So viel kann ich schon mal sagen. Auch wenn wir uns derzeit in der Liga auf Platz 1 belegen. Wenn ihr es vielleicht auch im Hintergrund seht, ich habe das dritte Trikot vom HSV genommen. Warum habe ich das genommen? Aus dem ganzen Grunde, weil ich es einfach toll finde. Ja, ich finde das einfach klasse und das ist hier kein normales Ligaspiel. Und dafür ist ja das dritte Trikot dann eigentlich auch gedacht. Oder war jetzt das dritte Trikot jetzt hier irgendwie für Champions League oder Europa League? Da spielen wir ja eh nicht. Also, noch nicht. So, und von daher, ja, müssen wir mal schauen. So, die Ausstellung, die ich hier für den Hamburger Sportverein gemacht habe, habe ich natürlich von Marc übernommen. Der hat nämlich dann eine schöne Aufstellung gemacht. Ich musste aber Kaschunga mit reinnehmen, statt unserem Pierre. Denn unser Pierre ist ein bisschen erschöpft. Deswegen halt kein Pierre. Aber ich denke mal, Kaschunga wird die Sache im Grunde eigentlich auch gut regeln können. So, und der Leiter der Partie ist wieder mal unser Fummler. Und wieso jetzt Beißt er mit im Sturm ist, kann ich gerade gar nicht genau sagen. Aber ich denke einfach mal, da wird sich unser Freund Marc was dabei gedacht haben. Ja. Ja, da hättest du eigentlich weitergehen können. Ja, abseits wäre abseits gewesen. Gut, dass dort natürlich dann so. So, jetzt haben wir hier die Chance. Kaschunga zieht ab. Das Ding geht ja mehr als bescheiden schön vorbei. Ich habe das Gefühl, dass die linke Seite nicht die richtige für Kaschunga ist. Erstmal von den Beinen geholt. Reinhardt hinterher. Es war schon die richtige Richtung gewesen. Ja. Da wollte er denn ein bisschen zu viel des Guten. So, Hanni versucht es mal und der Schuss war ja mal gar nicht von so schlechten Eltern. Gucken wir nochmal. Ein wenig weiter unten. Und der wäre wirklich arg gefährlich gewesen hier für die Jungs in Lilla. Bis jetzt haben wir noch immer wieder das Problem, dass in den Zweikämpfen das noch nicht so richtig funktioniert. Obwohl jetzt. Reinhardt! Und er semmelt das. Wird da erst noch ganz kurz gestoppt und kommt dann nochmal zum Ball und macht ihn einfach platziert unten. Ja, und
damit bleibt da echt kein Scheiß. Ja, so platziert er keine Möglichkeit dort für den Torwart irgendwas zu machen. Oder guckt er nur traurig rein und fragt sich, warum ich? Warum ich? Tja, darum du. So, sieht schon mal ganz gut aus, aber ich würde noch natürlich noch dazu sagen, dass Hani. Oh, oh, das war ein böses Foul. Na, jetzt gibt es ja doch noch hier. Es wird die gelbe Karte geben. Für Maxim. Beistürmen. Es war ja schon ein bisschen. Ja. Ein Tick zu spät. Einfach ein Tick zu spät. Ja. Und ist dem jungen Mann da einfach in die Beine rein. Ja, was war da mit Kleber los gewesen? Der hat sich da gegen den Stürmer von Augsburg nicht wirklich gut durchgesehen. Also, oder das war Matip sogar gewesen. Das war Matip, der da im Zweikampf mit dem Stürmer aus Augsburg, der gar nicht gut aussah. Aus Augsburg, sag ich schon, aus Aue. Aus Aue. Verluste andauernd. Jetzt kann er aber mal. Und dann kommt er wieder eine Sekunde zu spät. Schönes Passspiel hier von Aue mit so anzusehen. Geht auf jeden Fall flüssiger von der Hand als von bei uns. So, Hani dort im Zweikampf. So, diesmal Müller. Ja, und dann bleiben wir da irgendwo wieder bei einem Verteidiger irgendwo wieder hängen. Und der Zweikampf im zweiten Mal verlieren wir den einfach immer wieder. Also wir können den vielleicht für kurze Zeit nochmal uns zurückholen, den Ball. Verlieren ihn aber dann trotzdem wieder. Und das ist, das macht mich mürbe. So. Ja, kam ein bisschen zu spät. Müller hat da mehr versucht, als er vielleicht auf den ersten Blick hätte können kommen. So, Abstoß hier von Aue. Ja, irgendwie kann man schon sagen, es steht zum Glück. Dass das nichts wird, das war doch irgendwie gleich klar. Okay, okay, da gibt es den Vorteil. Dann ist aber Reinhardt da. Kann das Ding sicher ins Aus befördern. Und ja, ich verschlafe hier gerade schon den Einstieg. Man sollte also nicht gleichzeitig hier spielen. Oh. Nein! Nein, was mache ich? Oh, gleichzeitig liegen und Mark schreiben auf Google Plus. Kein Plan, Mark. Bin gerade
in der Aufnahme. Und konnte gerade noch so das Ding verhangen. Also, ich sollte jetzt wirklich mal das Smartphone auslassen, ignorieren. Und was ich nicht ignorieren sollte, wir führen ja mit einem bescheidenen 0:1 hier im Erzgebirge Aue. Und das, also mir schmeckt das hier jetzt noch nicht so. Es ist natürlich immer noch ein guter ist ein guter Einstieg, aber noch nicht ganz gut. So, wie sieht's denn in Leverkusen aus? In Leverkusen sieht's gar nicht so gut aus. Wer der macht da richtig Druck und führt da schon mit 0:1? Ja, Gladbach führt zu Hause mit 2:0 ganz souverän gegen Augsburg. Braunschweig tut sich natürlich auch zu Hause gegen Schalke schwer. Und die Eintracht und Stuttgart, die gehen noch mit 0:0 in die Halbzeit. Und das schauen wir mal auf jeden Fall, wie es denn dort nachher der Endstand ist. Denn einer von den beiden ist, glaube ich, dann nachher auch schon unser nächster Gegner. Ich guck mal, oh, uns La Soga ist wieder gesund. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich den schnell wechseln tue gegen den Gelbbelasteten. Ja, komm. Und dann machen wir das mal so. Ich glaube, Kashunga ist auf der Seite, glaube ich, ein bisschen besser, ne? Ja, der macht nämlich auch rechtes Mittelfeld und rechte Flügel und sowas alles. Der ist auf der Seite dort definitiv besser aufgehoben. Und wir wollen Maximilian Beister auch nicht jetzt irgendwie noch in Bedrängnis bekommen. Und wie ich sehe, haben die Jungs in Aue auch hier gewechselt. So. Ah, fuck! Habe ich mir den zu weit nach vorne gesetzt. So, jetzt aber. Und da kommt er rein. Da kommt er rein und Kashunga, Mukta, Lasaga, Tor. So muss das sein. Wunderbar. Also das ist doch das, was wir hier sehen wollen. Schöne Pässe und dann der gewünschte Erfolg. Ja, das ist doch einfach, ja, grandios. Gucken wir hier. Auf Mukta. Ani sofort weiter, der sieht nämlich La Soga dort in einer perfekten Position und der setzt sich dort auch gegen zwei Verteidiger durch und der Torwart kann wieder nur gucken. Er kann nur gucken und sagen, wieso ich. Ja, mit gestillter Brust steht er dort und macht schon sein zweites Tor im deutschen Pokal. So, wir haben mal Pressing und wir machen noch ein bisschen auf Ballbesitz und ich möchte noch ein bisschen offensiver gehen. Denn, wieso möchte ich noch offensiver gehen? Weil ich nämlich noch ein Tor machen will, verdammte Axt. Also wenn ihr Tipps habt, oh, jetzt wird hier eine Auswechslung, oh, Fabian Müller kommt jetzt für Patrick Schönfeld und da sind die Auer-Fans aber hier ganz schön sauer irgendwie, wieso auch immer. Was ich sagen wollte ist, wenn ihr irgendwie Tipps für mich habt, wie ich mit meinem Xbox One Controller im Zweikampf mich besser durchsetzen kann, so wird dann ein Schuh draus, dann könnt ihr das gerne mal schreiben. Okay, jetzt weiß ich nicht, wieso Diekmeier da sich... Ups. Okay. Haben uns sauber den Ball geholt. Boah, Diekmeier sehr, sehr weit vorne. Und da gibt es erstmal für Ani Mukta die gelbe Karte. Ja, für dieses... Das war schon wieder so eine Aktion, da hätte man wieder sagen können, nee. Und ich würde jetzt einfach mal ganz gerne sagen, in der 60. Minute, da holen wir Hanni auch mal runter. Und da würde ich ganz gerne das hier wieder machen. Und würde Elisevic gerne wieder in die Mitte mit reinholen. Und zum Schluss werden wir Reinhardt austauschen gegen Van Dielen.
Den möchte ich nämlich auch nochmal wieder reinholen. So, somit habe ich die Geldbelasteten schon mal reingeholt. Und Ivo Ilisevic kann sich mal wieder behaupten, was er ja sowieso immer gerne machen möchte. Wieso die jetzt hier ständig buhen, kann ich euch auch gerade nicht sagen. Vielleicht sind das Buritianer. So, sehen wir jetzt erstmal. Ne? Oh! Ein guter Zweikampf. Aber dann hilft es nichts und dann ist das auf jeden Fall nochmal eine Ecke. Hey, you. Und dann ist es drinne von Kashunga. Der kann sich da im Zweikampf nämlich auch gut durchsetzen. Ja, Nikolai Müller hier. Geht er nochmal hin zu ihm. Wunderbar durchgesetzt. Wunderbar. Gegen den Torwart und noch einen Verteidiger. Ja, der Torwart eher weniger. Der wurde da irgendwie so untergebuddert, aber gegen den Verteidiger. Und gegen den zweiten, der da auch noch unter ist. Perfekt. Perfekt. Also, zweite Halbzeit. Definitiv das Spiel hier von dem HSV. Also die Ansprache, die ich in der Kabine gehalten habe zu meinen Jungs, hat definitiv gefruchtet. Denn zwei Tore in knappen 10 Minuten. Das ist doch mal eine Aussage an den Gegner, die wir den so schnell nicht kalt lassen. Ja, du kannst da eigentlich noch weiter ins Ausgehen. So. Da haben wir das nämlich gesehen. Lasogga. Oh, Kashunga mit dem Träger. Und dann ist der blöderweise auf den Dings gegangen. Auf den Mann. Aber das war schon eine richtig gute Aktion hier nochmal von Pierre Hein. Applaus. Ein Applaus. Und wir sagen mal in den Strafraum laufen. Das ist das nächste Ding von Kashunga. Der steht da eigentlich ganz hinten und weiß gar nicht, soll ich jetzt was tun? Und dann kommt der Ball einfach in seine Richtung und dann denkt er sich, nur, dann springe ich doch mal hoch. Der war ja eigentlich gar nicht für mich. Ja, dann springe ich einfach mal hoch. Ja, und wieder der blonde Hans im Nacken, ja, springt aber mehr an ihm vorbei. Und dann fehlte nur eine Millisekunde. Und der Torwart war eigentlich schon in der richtigen Richtung und konnte dann nichts mehr machen. Hier freut sich unser Leno. Ja, der ja, fast schon arbeitslose Mann, der hinten nie was zu tun hat irgendwie. Oder sehr, sehr selten, sagen wir es mal. Und ich weiß nicht, wie es euch gerade gefällt, aber ich glaube, hier steht jetzt alles zum Positiven. Wir machen einen sehr guten Eindruck. Man darf natürlich jetzt nicht vergessen, das ist jetzt hier ein Zweitligist. Ja. Das ist natürlich nicht die ganz große Hausnummer. Aber definitiv können wir hier. Okay, das war jetzt nicht so ganz die pralle Art. So, ich hatte ja noch gesagt, ich wollte noch Van Delen wieder reinholen. Meinen kleinen Schmuckenjungen. Das werde ich jetzt nämlich schon mal tun, denn bis zur nächsten Auszeit wird das noch ein bisschen dauern. Oder auch nicht. So, Dietmar jetzt. Ah, da hätten wir. Gut gesehen.
Und diesmal war der Kopfball nicht ganz so präzise und ihm fehlte einfach auch die Kraft. So, siehst du, habe ich doch gesagt, 85. Minute. Jetzt kommt Van Dielen und kann hier nochmal richtig zeigen, was er drauf hat. Da ist jetzt die halbe Mannschaft vom HSV in. Ja, kein Foul. Fuchs sieht da hinten den Mann. Ah, konnte Ayew den Ball nicht mehr kriegen. So. Ja, kleine Rangelei hier. Was soll denn das? Und hier und da. Und Diekmeyer geht erstmal dazwischen. Ihr seid jetzt mal ganz cool, Jungs. Lass mal hier den Bro ran. Ja. Weiß gar nicht, was Nikolai Müller eigentlich da wollte man den so ein bisschen, ne? Hast gesehen? Ah, der holt sich den gleich. Oh, mitten im Angriff, da hätte ich noch ein 6:0 machen können, aber es ist doch egal. Es ist, ja. Ist ein super Ergebnis. Ich komme auch immer mit dem Hubschrauber zum Fußballturnier. Kommt ihr auch mit eurem eigenen privaten Hubschrauber? Dann schreibt es doch in die Kommentare. Am besten gleich noch mit Selfie-Bild, wie ihr vor eurem eigenen Hubschrauber steht. Und erstmal loslegen tut. So, wir gucken uns mal ganz schnell die Ergebnisse an. Und so sieht es aus. 4:0 gewinnt Aue. Gewinnt der HSV gegen Aue. Gladbach kann sich mit 3:1 gegen Augsburg durchsetzen. Im Elfmeterschießen, nee, ist wohl kein Elfmeter, in der Verlängerung konnte gerade noch Leverkusen sich gegen Werder durchsetzen. Mit einem 4:3 kommt Leverkusen da also weiter. Und ja, die Eintracht hat im Endeffekt doch die Nerven wohl bewahren können und das 1:0 gegen Stuttgart machen können. Jetzt schauen wir auf die andere Seite. Ja, da konnte St. Pauli sich gegen Kaiserslautern durchsetzen. Leider Gottes, ja, die Bayern sich gegen die Wölfe. Obwohl das eigentlich gar nicht so selbstverständlich ist, weil die haben wirklich, also die letzte Saison waren die wirklich weit oben gewesen. Ja, dieses war gar nicht so gut und bei denen läuft es eigentlich auch nicht, aber die haben verkauft. Naja. Egal. Ja, und gucken wir uns den nächsten Kandidaten an. Ja, da, was ist da los? Nürnberg gegen den BVB und Nürnberg gewinnt 2:1. Ja, irgendwo katastrophal, aber das ist ja in der Realität gerade nicht ganz anders. Ich persönlich hoffe natürlich, dass der BVB wieder zu seiner alten Stärke wiederkommt. Denn, ja, das ist sonst keine Bundesliga, ne? Ohne den BVB. So, und ganz unten sehen wir gutes Spiel von Schalke, 2:0 gegen Braunschweig. Ich denke mal, das war jetzt auch nicht so schwer gewesen. Der nächste Gegner treffen wir also auf Gladbach. Und hiernach, heute mache ich dann jetzt gleich erstmal den Wintertransfer-Special für uns klar. Ja, wenn wir kommen auf den Wintertransfer. Und dadurch wird es so sein, könnt ihr euch gleich vorstellen, ich werde jetzt eine Folge machen. Die wird sich erstmal intern mit dem Kader befassen. Und in dieser Folge könnt ihr dann alle eure Wünsche und so alles mit reinbringen, welche Spieler wir uns angucken sollen, wo wir hier und da und tralala und Haschenich hier sehen. Ja, so wisst ihr erstmal Bescheid. So, ich sag, dann sehen wir uns in der nächsten Folge Manager-Modus wieder und bis gleich im ersten Wintertransfer 2015. Bis dann. Tschüss.